Und damit willkommen zurück zum Kreuzzugmarsch von Stronghold Crusader Extreme. Mission 16 ist als nächstes in der Reihe 1404. Was sagt mir 1404? Irgendwas sagt mir die Zahl. War da irgendwas? Gut, vielleicht liegt's am 404. Das könnte es vielleicht auch sein. Aber gut, sollte da irgendwas Wichtiges Historisches passiert sein und ich verkack's gerade im Gedächtnis, dann tut's mir leid. Aber es könnte wirklich nur die 404 sein. Aber schön, neidische Nachbarn, Mission 16. Wir gegen die vier Altbekannten und der Abt ist noch mit dabei. Ja, 6000 Gold für jeden und ein bisschen reingeschaut haben wir schon. Ich würde sagen, leg mal los. Pause. Und gucken's uns nochmal an. Lieber auf Nummer sicher gehen. Da unten hat man den Posten. Da oben hat man den Posten. Die beiden können uns gewaltig auf den Sack gehen, aber die können wir eben auch sehr früh zerstören, wenn wir es drauf anlegen. Nun ist die Frage die, wie wollen wir das Ding spielen? Wir haben... was denn das? Leute, das schaut aber nicht äußerst hübsch aus. So geht's ja. Es sieht trotzdem noch komisch aus, aber... man kann damit leben, aber so gut? Hier ist das Gleiche. Oh, Mann. Da hat wohl jemand... ja, es sieht mir sehr stark danach aus, als hätte man zuerst den Berg gezogen quasi. Und dann hätte man ihn einfach abgeflacht. So, wutsch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann einen Fluss hingeknallt. Hat Mafio dann bei... kann es sein, dass die bei Firefly Mafio angestellt haben? Hey Mafio, die Karte braucht noch ein bisschen Feinschliff. Geh mal kurz drüber. Alles klar. Genau so. Dürfte auch die Schwierigkeit von einigen Missionen erklären. Obwohl, na gut, Mafio steht nicht für Schwierigkeit. Mafio steht grundsätzlich eigentlich eher für Unfairness, muss man sagen. Aber schön. Ist ein wichtiger Unterschied im Bereich Balancing. Ja, die Frage ist jetzt die bei der Mission. Wir haben hier oben einen Zugang, wir haben hier einen Zugang, hier und hier. Wir haben vier Zugänge. Wir könnten das Ganze mit Türmen blockieren. Wir könnten beispielsweise hier wunderbaren Turm hinmachen, hätten die beiden Zugänge geschützt. Wir könnten hier was hinmachen und hier. Dann würden wir überall verteidigen. Oder wollen wir lieber eine Burg bauen? Wisst ihr was? Wir gehen mal auf 30. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Reaktionsvermögen. Aber ganz auf 20 will ich nicht. So ein guter Kompromiss. Fortsetzen. Fortsetzen. Fahren Sie fort. Wun, 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 nö, nö. Ey. Okay, Steinbruch hätte ich gerne einen. Mit ein bisschen Jochen. Mit einem Jochen. Die Eisen, so heißt der Ochse, müsst ihr verstehen. Das ist der Ochsenjochen. Ansonsten ist die Frage, was wollen wir jetzt tun? Ich würde gerne eine absolut sehr kleine Burg machen. Einen ganz kleinen Burgkern. Hätte ich gern. Und so. Hier haben wir zwei Abstand, oder? Ja, alles klar. Eins, zwei. So. So. Wenn ich sage, ich hätte nur gern das absolut Wichtigste in meiner Burg, dann hätte ich wirklich gern nur das absolut Wichtigste in meiner Burg. Das meine ich so, wie ich sage. So, so, so. Und mehr ist hier drin nicht. Punkt. So einfach ist das. Kleines bisschen Platz, dass man noch so rübergehen kann und das war's dann. Einfach mal wirklich ein Kern, der... oh, wir kriegen jetzt sogar noch was rein. Was machen wir hier rein? Wir könnten tatsächlich eine Mühle und einen Bäcker machen, glaube ich sogar. Obwohl, nee, das haut noch nicht mal hin. Wir könnten eine Mühle machen einfach. Oder wir machen eine Waffenproduktion rein. Ich glaube, das wäre gar nicht mal für eine. Komm, wir machen eine Mühle rein. Wer weiß, was man damit anfangen kann. Zack. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude so, zu verhalten. Einen Marktplatz haben wir auch nicht hier drin. Das ist, könnte Schlimmeres geben. Häuser bauen wir auch außerhalb. Aber wirklich mal was sehr, sehr Kleines. Ich wollte schon immer mal kompakt bauen und ich habe es immer nur so halbherzig gemacht. Bevor wir wirklich ans Getreide gehen, machen wir erstmal solche Farmen. Um das Gebäude und zu ja, verwalten. Ich weiß, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Ball. Häuser. Aber ein Ball wäre auch nicht schlecht. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. So, dann bitte noch ein bisschen Stein. Ich würde gerne die Mauer noch ein bisschen... dicke. Dicke.
Wäre keine schlechte Idee, kommt. Zumindest zwei dick. Die sollen ein bisschen was aushalten wenigstens. Das wäre ja ein Witz. Brille. Da hätten wir aber hier wieder das Problem. Shit. Na, wisst ihr was? Wisst ihr was? Frohe Weihnacht, euer Gnade. Richtig. Genau das. Hä? Noch ein Streitig. Dann geht's eben vorne am Bergfried ein bisschen lang. Ist mir egal, dann machen wir das Tor noch mal eins vor. Ist mir jetzt wurscht. Ist eben so. So, ich hoffe mal, wir haben jetzt nicht zu viel Zeit verplempert. Wir spielen auf 30er Geschwindigkeit. Das geht ja zumindest noch irgendwie. So, ihr geht mal hoch. Wir haben damit schon mal eine automatische Treppe. Eine automatische. Ihr wisst schon. Also hier mit dem Bergfried haben wir einfach eine Treppe. Und die ist toll. Und die geht weg. Meine Armbrustschützen stehen noch nicht. No, müsst ihr hier unbedingt gerade im Weg rumstehen? Leute, hört auf damit. Zur Stelle. Nicht gleich alle auf... Ah, wunderbar. Ja, stimmt. Der, den sie anvisiert haben, der ist einfach gestorben. Einfach so. Schon ein bisschen dreist eigentlich, aber er hat's gemacht. Er hat sich's getraut einfach. Jo. Dann, meine Türme. Wie platziere ich die? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die gar nicht mal so schlecht ist, muss ich sagen. Lang leben die spontanen Anfälle. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Wisst ihr was, dann hole ich mir erstmal ein bisschen Gold, dass ich diesen Plan soweit umsetzen kann. Ja, ich meine, ganz schlecht wäre es nicht, jetzt mal zu gucken, dass die Verteidigung auch steht. Und dafür brauchen wir vor allem Armbrustschützen. Wir sehen ja, was hier so rumlungert. Es werden Waffen benötigt. Waffen geschultert. Was machen die Katapulte hier eigentlich? Hallo? Auch immer dieser Niemand ist, der macht so viel Zeug, vor allem entgeht er so vielen Leuten. Krass. Das kann nur er. Okay. Türme. Ich könnte Rundtürme machen. Ich könnte die Türme machen. So. So eigentlich, würde ich sagen. Oder so. Eure Beliebtheit steigt. Dass sie tatsächlich darüber Pragen. Ja. Nee, machen wir so, kommt. Es haut sogar wunderbar hin. Krass. Wir benötigen Steine. Problem ist aber. Nee. Problem ist, nee. Wir müssen es dann doch ein kleines bisschen abändern. Aber gut, erstmal noch ein paar Armbrustschützen. Kommt mal alle her. Zur Stelle. Hier machen wir nochmal ein bisschen Ende Gelände. Übrigens ist es anscheinend tatsächlich ein Armbrustbolzenhagel hier. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Super, ich wollte schon sagen, nur europäische Gegner, da brennt mir niemand was ab. Ja, von wegen. Stimmt, die Schlange macht ja Zündel, Zündel. So, für den dürften noch die Bogenschützen ausreichen. Ja, da ist noch einer. Komm, macht mal so weg. Und los! Dafür dürftet ihr jetzt reichen. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Warum jetzt nachträglich? Problem, das ich habe, ist, dass das hier so blöd angrenzt. Ein erträglicher Verlust. Macht die mal weg, bitte. Ich hab grad. Ey, was geht denn hier in den Nahkampf? Seid ihr wahnsinnig? So, nach und nach kommen mir gerade Einfälle, wie ich die Burg dann erweite. Aber dazu erst später. Alter. Die Schlange haben jetzt aber auch gerade ein bisschen gut. Ratte. Entschuldigung. So, ich würde jetzt dann gerne aber gleich noch was machen. Und zwar... So, ich brauche mal mehr Armbrustschützen.
zum anderen. Geht immer runter, wir müssen den Turm umplatzieren. Da muss man echt die Schönheit gerade wieder mitspielen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, die geht dann nämlich so hin. Wäre sonst doof. Die muss ja irgendwie hinhauen. Jetzt geht sie nämlich so ran und so rüber. Fertig, aus. So, die geht hoch. Und los. Passt. Ein erträglicher Verlust. Wisst ihr was, ein bisschen Platz haben wir. Machen wir wenigstens ein paar gute Dinger rein. Ein paar gute Dinger rein. Ja, für mehr reicht der Platz nicht. Es tut mir leid. Vielleicht reicht er für einen Punkt oder so. Ihr seid der Ja, wenigstens ein Punkt. Kann man ja vielleicht gebrauchen. Huldigt euch, Sire. So, nochmal 10 Stück bitte. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Waffen geschultert! Wir benötigen Steine. So. Ein erträglicher Verlust. Ja, Problem ist halt wirklich. Ich lasse einfach mal die Spawner ein bisschen. Die können wir später noch bombardieren. Wir können mal wieder auf 40 gehen. So, die Lanzenträger machen wir mal das hier kaputt. Dies steht mir im Wege. So, und wisst ihr was? Die Bäcker mache ich mal so hier rein. Direkt davor. Scheiß drauf. Wohin gehen wir? So. Da ich hier dann zumindest ein kleines bisschen Produktion hätte. Geht hier noch? Ja, wunderbar. Tut mir leid, dass du jetzt gerade dein schön frisch geschnittenes Getreide so aufgeben musst, aber das muss jetzt dann doch sein. So, haben wir das, dann haben wir das. Nennt euren Wunsch. Hätte ich gerne noch ein paar Bäcker hier vorne. So. Ich bin gerade überlegen, ob ich tatsächlich den Weg gehe. Aber hier könnte man tatsächlich noch ein Tor ausmachen. Hier ist sowieso gerade noch so ein Durchgang. Könnte man machen. Mache ich auch mal. Zur Stelle. Unerreichbar, Sire. So, hier kriegt man jede Menge neuen ungebetenen Besuch. Problem wird, wenn man dieser Ausbildungslager kaputt geht. Achtung und los! Schießen wir mal rein. Und schießen wir nochmal rein. Dünnt ein bisschen aus, entsprechend. So viel gepanzerte wir hier kommen. Das ist das Schwachsinn, Bogenschützen zu bauen hier. Das wäre nur reine Ressourcenverschwendung. Die bringen hier einfach nichts gegen so viele Schwertkämpfe. Kann sein, dass sich das ändert, wenn wir die Posten zerstören, aber so weit. Nee, so weit brauchen wir nur Ambusschützen. So, er macht dann nochmal bitte auf. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitshalle. Wohin gehen wir? Das ist nicht meins. Das muss weg. Ein leichtes. Das ist nicht Mensch, das ist nicht mein. Oder so in der Art. Geschultert. Vorwärts! Achtung, incoming Lautstärkebalken. Ganz kleines bisschen laut wird auf den Ohren. Das merkt man erst, wenn es so richtig abgeht. Nennt euren Wunsch. Wir haben zwei, ja, so ein drittes Mal Getreide wäre nicht verkehrt. So, Problem ist. Bereit, eure Lordschaft! Der Kornspeicher ist leer, Sire. Der ist eh leer, kommt. Wir müssen mal hier ein bisschen umdenken. Zur Stelle. Dann kriegen wir hier nämlich auch noch ein Torhaus rein. Je mehr Torhäuser da sind, desto geringer ist die Chance, dass jetzt mal die immer alle zu sind und die Leute nicht mehr durchkommen. Scheiße, Mann, das war's knapp.
Meine Mühle hätte ich gerne wieder. Die passt sogar rein. Ja, kommt. Das haut schon hin, oder? Kommt man da durch noch? Wir brauchen einen Tester. Kommt, ein paar von euch. Gucken mal eben. Kommt man da raus? Nee, kommt man nicht. Shit. Dann von mir aus so. Jetzt dürft's reichen, oder? Jetzt dürft man seitwärts raus. Oh, sieht kacke aus. Und marsch! Vorwärts! Im Lauf! Er holt von oben hinaus. Ja, ja, gut, es gibt eine Alternative. Und zwar, wir platzieren das Ding noch eins nach drüben. Der Platz wäre vorhanden. So ist es nicht. Ich wurde voll gewarnt vor der Mission, dass es schwer ist. Und ich Hauptsache, anstatt irgendwas zu tun, bin ich hier die ganze Zeit wieder noch wieder am rumbasteln. Wie so ein Bob. So geht's. So, ich find's aber lustig, wie die hier die ganze Zeit mein Ausbildungslager in Ruhe lassen. Und mehr. Bastion. Es werden Waffen benötigt sein. So gut wie tot. Und marsch! Ein Bastion. Leute, würdet euch mal beeilen mit dem Sterben. Ich würde dann gern bald meine Burg weiterbauen. Ja, die Bogenschützen sind nicht mein Problem. Die Schwertkämpfer nerven einfach. Wir haben ja schon einmal Schwertkämpfer, die anderen können wegkommen. Das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Wie können wir helfen? Gedeichselt. Wie Sebastian. Das eine kriegen wir zerschossen. Irgendwie. Schieß mal drauf, bitte. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Es tut mir leid. Irgendwann trefft ihr mal. Na also. Komm mal wenigstens. Jo. Komm, ich mach mal jetzt ein paar Türme mehr. Die Leute stehen hier so hoffnungslos in der Gegend rum. Wird auch irgendwie Zeit, ne? Schaut aus. Hauptsache, der Turm geht vorher kaputt. Leute. So, noch ein paar mehr, bitte. Sire, Waffen geschultert. Eine Nachricht vom Schwein. Oh, hab ich was kaputt gemacht? Na gut, er hat jetzt rumgemeckert wegen dem Turm. Wir geben unser Komm, wir schießen nochmal rein, vielleicht treffen wir noch ein paar Schwert. Jawohl. Och, steht hier eine Palme im Weg. Oh, ich versuche da zu treffen. So, bis das nächste Mal gefeuert wird, dürfen wir da reinschießen können. So. Nun würde ich gerne... Also die Frage, möchte ich jetzt davor den Platz irgendwie nutzen? Ich will ein paar Armbrüste machen. Hier machen wir einfach ein paar Armbrüste. Und zwar noch hier so. Können wir nicht genug haben derzeit. Sparen wir auf jeden Fall auch Geld. Und hier können wir die Harnische produzieren. Da bräuchten wir bloß noch eine Käsefarm irgendwo. Dafür kann der hier weg. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Denn ich habe... Ja gut, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie lange die Mission dauert. Ich habe nämlich mal was vor. Ich werde nämlich ausnahmsweise mal, was ich eigentlich sonst nicht tue, die Folgen manuell beenden. Denn... wir haben jetzt den 9.12. Morgen kommt nochmal eine Folge. Diese Folge hier wird am 11.12. kommen. Ihr merkt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Dann noch der 12., 13. Die vierte Folge, die ich heute aufnehme, kommt am 14.12.
Die möchte ich abstimmen. Die möchte ich timen. Warum? Ihr wisst bestimmt warum. Das gute alte, nur noch 10 Tage bis Weihnachten, könnte sich echt mal bewahrheiten so langsam, oder? Wir könnten es echt mal genau zum richtigen Zeitpunkt einspielen, dass ich es nicht vergesse. Muss ich mir so eine kleine Merkstütze machen und dementsprechend zähle ich auch die Folgen ab, dass wir das bloß nicht verpassen. Das habe ich vermasselt. Oh, es passt genau hin, guck dich da. Nee, ich habe was vermasselt. Passt doch nicht genau hin. Ein bisschen Abstand ist. Was soll's. Gibt Schlimmeres. So, hier könnten wir eh kein Tor ausmachen. Gut, wir könnten sie irgendwo reinpressen, aber passt schon. Hat was. Ist jetzt nicht ultra kreativ, aber hat was. Lasst er mir durchgehen. Im Garten würden wir reinbekommen. Goal. Zugang ist noch da. Und los! Sire! So, dann würde ich mich gerne um das Ding da unten von der Ratte kümmern. Sehr gefährlich ist es nicht, da kommen nur Bogenschützen raus, aber trotzdem. Die werden eh zerschossen jetzt. Was für ein Gewirr. Uiuiui, derzeit haben sie nicht das Gold, sich das wirklich zu leisten, voll auszubauen. Könnten natürlich, ja, wir könnten Mangen bauen, die bringen ja ein bisschen weniger, außer wir schießen direkt rein in die Feindburg und das, aber das mache ich ungern, ne? Was soll konstruiert werden? Nein. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Kommt, wenn schon, dann richtig. Was wünscht ihr? Ich könnte jetzt noch hergehen und irgendwie weitere Mauschichten machen, aber ich glaube, ich belasse es hierbei einfach. Zerschießen wir das noch. Wir könnten schon lange, ja, wir könnten schon lange. Oh gut. Nutzen wir mal nur das Gold. Das ist ja eigentlich auch schon sehr gut. Gut, den Pfeilhagel haben wir auch verwendet am Anfang. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Das finde ich halt interessant, dass wenn der... das Teil hier in der Nähe... wenn ein Turm direkt in der Nähe von dem Ding steht, dann... ich finde das tatsächlich als ein bewandter Verteidigungsturm. Weil die Truppen sich ja hier sammeln und die sammeln sich natürlich auch dementsprechend da oben drauf. Ich weiß nicht, ob die dann auch für den Angriff eingesetzt werden, aber ich finde es interessant. Grundsätzlich. Hat was. Ist für einen Lacher gut. Hier wollte ich doch gerne noch ein bisschen Harnische machen und so. Sehr viel kommt aber nicht bei rum. So, da können wir hier machen. Ja komm, können wir da noch was machen. Kann man doch was machen. Aua. Schießen auf mich. Macht man Schutz. Ja. Ich frage mich, ob ich heute überhaupt 4 Folgen zusammenbekomme. Das sieht mir vielleicht dann noch aus, als wird das erst in der nächsten Mission was mit unserem nur noch 10 Tage bis Weihnachten, my Lord. Da warten wir doch das ganze Jahr drauf, ich bitte euch. Wenn ich Schutz mache, dann sollte ich ihn auch davor stellen. Das war knapp. Wir haben doch jetzt auch Kühe, oder? Na, ja, genau 3. Das war eigentlich wunderbar. Was geht da? So, die beiden sind weg. Den Posten da hinten... Na, wisst ihr was, den lassen wir einfach, um die Spannung zu erhöhen. Aha.